Also es ist so, dass dadurch, dass wir viele Schadstoffe in die Luft pusten, CO2 und auch Feinstaub, dadurch entsteht ein Treibhauseffekt. Ein Treibhauseffekt gibt es nicht. Es gibt keinen Treibhauseffekt. Es gibt keinen Treibhauseffekt. Das heißt, die Sonne strahlt auf die Erde, die Sonnenstrahlen und die Wärme können aber leider nicht mehr entweichen, dadurch, dass wir eine gewisse Schicht um die Erde herumlegen. Und dadurch wird es immer wärmer auf der Erde. Und das kann, wenn wir es zu weit treiben, dazu führen, dass wir irgendwann aus diesem Kreislauf, dass es immer wärmer wird, nicht mehr herauskommen. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Ich habe nachgeguckt, was man machen kann. Jetzt fahre ich eigentlich nur noch Fahrrad, damit es ein bisschen mehr schützt. Weniger Plastik benutzen. Zum Beispiel nicht so viel Plastik produzieren. Weniger Plastik verwenden. Dass man nicht mit Dieselautos fährt. Ich finde es auch nicht so gut, dass Donald Trump sagt, dass das nicht wird. Ich glaube, der hat eigentlich nur Angst davor. I'm not denying climate change, but it could very well go back. You know, we're talking about over millions of years. I don't want to lose millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. Wenn es in der Zukunft keine Bäume gibt, dann gibt es eigentlich uns auch nicht. Zum Beispiel jetzt im Winter, es schneit gar nicht mehr und das ist sehr traurig und ich habe Angst, dass es nie wieder schneit oder auch, dass die Eisbären wegen diesem blöden Klimawandel dann aussterben. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Wir sollten die Sonne verklagen. Können uns da auch einigen. Das ist sehr traurig. Ich habe Angst darum, dass die Tiere, die Eisbären, dass die aussterben, weil die sind ja auch bedroht deshalb. Das mag ich wirklich stark zu bezweifeln. Weil, also man könnte jetzt zwar damit argumentieren, ja, Schule ist ja wichtiger und es geht ja nicht so, dass man das schwänzt einfach. Aber ich finde, es ist so Klimawandel, es ist wichtiger, was jetzt halt mit unserer Erde passiert, als dass wir jetzt irgendwie so 6 oder 5 Stunden so Schule verpassen, weil es ist schon wichtig, dahin zu gehen, weil ich mich irgendwie so dazu verpflichtet fühle. Yeah, what we're also committed to, kids should go to school. That's what we're committed to. Ich bin gespannt. Was Greta macht, wenn es kalt wird, heizen kann es ja wohl nicht sein. Die Frage ist nämlich, wie viele Menschen kann man in regionaler Biowirtschaft ernähren? Und die Frage ist, wo finden wir dann 4 oder 5 Milliarden Freiwillige zum Ableben? Und wer sucht die aus? Macht Greta das selbst? Ich traue es ihr zu. Den Blick dafür hat sie. Natürlich, bitte, sie ist ein pubertierender Teenager. Und da darf man auch radikal sein, auch mal richtig fanatisch. Ne? Wenn sie sagt, how dare you, rief, wie könnt ihr es wagen, hat sie gefragt. Liebe AfD, lieber Dieter Nuhr, dear Mr. Morrison and dear Mr. President, liebe Politik, wir richten uns hiermit an euch und all die anderen, die den Klimawandel leugnen oder es für übertrieben halten, alles in unserer Macht Stehende dagegen zu tun. Wir wissen, dass es euch schwerfällt zu akzeptieren, dass wir in einer Zeit leben, in der pubertierende Teenager etwas zu sagen haben. Eine noch Zeit, viel schlimmer, dass ihnen zugehört wird. Eine Zeit, in der Millionen von Schülern einer 17-Jährigen auf die Straße folgen, um zu protestieren. Wie können wir es wagen? Gerade wir, die immer eine so angenehm unselbstständige und handyfixierte Generation war. Zugegeben, diese unpolitische Generation wäre um einiges einfacher, mit 17 in die Wirtschaft einzugliedern gewesen. Denn darum geht es euch doch, oder? Die Wirtschaft? Es gibt wissenschaftlich ausgearbeitete Vorschläge, wie die Energiewende umgesetzt werden kann. Doch davon wollt ihr nichts hören. Denn ihr wollt keine Energiewende, wegen der ganzen Arbeitsplätze, die dabei verloren gehen. Das kostet. Und auch die ganzen Solar- und Windparks zu bauen, den Fleischkonsum zu reduzieren oder Flugticketpreise zu regulieren, das kostet euch nicht nur Geld, sondern auch Wähler und die Freiheit eures Konsums. Das kann man doch nicht fordern. Also klammert ihr euch ans Geld und verschließt vor dem Rest die Augen. Und das ist so einfach, denn ihr seht das Eis in der Arktis nicht schmelzen. Gut, hier in Deutschland schneit es nicht mehr, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist so ein warmer Winter auch ganz angenehm. Wir sehen die Eisbären nicht verhungern und die Korallenriffe erbleichen. Wir sehen nicht, wie Tierarten aussterben oder die pazifischen Inseln Zentimeter für Zentimeter im Meer ertrinken. Denn auf dem bewässerten Golfplatz in Washington oder im klimatisierten Büro in Erfurt ist das alles so unglaublich weit weg von der Realität. Also nennt ihr uns lieber hysterisch und radikal, denn für euch ist ein Kohleausstieg bis 2030 radikal. Und das reicht als Begründung, denn radikal sind Nazis und die autonome Szene. Und die will keiner haben. Aber ist radikal denn immer gleich schlecht? Ist Radikalität nicht immer relativ zum Zeitgeist?
Noch vor 100 Jahren war es radikal, dass Frauen wählen und studieren gehen wollten. Diese Frauen haben über ihren Zeitgeist hinausgedacht und radikale Veränderungen erreicht. Nicht durch höfliches Fragen, sondern durch Proteste. Radikalität kann gefährlich sein, aber manchmal ist sie für einen Fortschritt notwendig. Und wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir radikale Veränderungen brauchen, an dem wir Fortschritt brauchen, um unseren Planeten und unsere Zukunft zu retten. Und deshalb gehen junge Menschen, die eigentlich nichts zu sagen haben und nichts wissen, auf die Straße und protestieren. Also bitten wir euch, traut euch endlich euren Griff, um das Geld zu lockern und die Augen vor dem zu öffnen, was mit der Erde passiert, dem einzig bekannten Paradies.